Die mag ich nicht so besonders. Weil die uns, egal wie stark wir sind, immer einen auf den Deckel geben kann. Außer der allererste. Ich habe keine Ahnung, wie ich das damals angestellt habe. Oder ob der einfach nur schwächer war als seine ganzen Brüder und Schwestern. Aber der allererste, der ging. Alle danach waren doof. Wobei eine alleine machbar ist. Zwei, wie in Sens Festung, sind absolut nicht gut. Ding. Du, hallo du. Vor allem ist auch nicht gut, dass er uns hier überall runterschmeißen könnte. Trink, trink. Schild hoch. Jo. Weißt du was? Au, hey, hey, hey. Ja, ja, du bleibst schön da. Wir gehen einfach weg. Das haben wir beim ersten auch gemacht. Das können wir bei dir auch wieder tun. Lauf, lauf, lauf. Taktisches Runterspringen ist hier nicht so wirklich angesagt. Oh, Funkel, Funkel, Funkel. Hau. 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 Funkeldetonit mal 2. Das sind mal eben 17.000 Seelen oder so. Und ein roter Brocken. Schön. So, unten leuchtet irgendwas rot. Und wir haben schon wieder diese kleinen Dinger. Die ich nicht angreifen werde. Oh. Was? Zur Hölle. Nein, so leer. Ich bin die Sonne. Nein, nein, du bist keine Sonne. Du bist ein schräger Typ mit einer Maske. Trink. Das ist nicht schön, Solaire. Gar nicht schön. Bye, bye. So dark. Das ist übel. Zwei Menschlichkeit. Sonnenschild, Sonnenschwert, Sonnenlicht, Talisman. Und ein Rüstungsset. Boah, das ist doch doof. Also ja, es war abzusehen, dass er nach und nach durchdreht, aber dass er sich eine Sonnenmaske aufsetzt, denkt er wäre eine Sonne und jeden tötet, der an den Weg kommt, das ist irgendwie... Ausrüstung. Du hast weniger Magie-Bonus, hast aber einen besseren Modifier. Also wenn ich viel Wille hätte, wäre das Ding hier besser, weil der Modifier halt besser ist. Aber da ich nicht viel Wille habe, ist das Grundding für mich besser. Okay. Ich höre irgendwas krabbeln. Achso, das sind die kleinen Dinge. Das Schild wird wahrscheinlich nicht mit unserem mithalten können. Nö. Absolut mal gar nicht. Der Schild des Sonnenritters Solaire von Astora. Er trägt ein heiliges Symbol, aber da es Solaire selbst entwarf, hat es keine göttlichen Kräfte. Okay. Also er hat sich einfach ein Schild genommen, da was raufgemalt und ist losgezogen. Das erfordert Charakter. Oder Charakter. Tatsächlich ist Solaires unglaubliches Können ausschließlich seines Trainings geschuldet. Okay. Kann man respektieren. Rüstung. Okay. Ja, hat schon mal sehr viel weniger Stats. Was erklären dürfte, warum wir ihn mit 3 Schlägen töten konnten. Braucht aber auch nicht so viel Belastung, aber ja. Die Rüstung des Sonnenlichtritters Solaire von Astora. Sie ist zwar von hoher Qualität, besitzt aber keine nennenswerten Kräfte. Solaires erstaunliche Brillanz beruhte offenbar alleine auf seinem harten Training, denn seine Ausrüstung ist mitnichten außergewöhnlich. Falsch. Ja, genau der gleiche Text. Er hat das Schild, er hat das Schwert, hat er noch. Wird bestimmt nicht mit unserem tollen Streitkolben mithalten können, zumal es auch nicht aufgestuft ist, aber gucken wir mal. Sonnenschwert. Braucht 12 Geschicklichkeit. Hat CC, also wieder doof. Dieses Standard-Langschwert gehörte Solaire von Astora. Ist von exzellenter Qualität und höchster Schmiedekunst und wurde stets gut repariert. Leicht zu bedienen und verlässlich ist es auch. Doch seinen pompösen Namen dürfte es eher nicht gerecht werden.
Gut. Also er war ein außergewöhnlicher Mensch mit gewöhnlicher Ausrüstung und er ist ziemlich weit gekommen. Bis er durchgedreht ist und wir ihn töten mussten. Okay, weiter geht's. Oh. Ah, das ist bloß eine Abkürzung. Oder? Wir sind jetzt wieder da, wo wir runtergesprungen sind und wo da oben Loot war, oder? Ja. Entweder wurde gecopy-pastet oder wir sind genau da, wo ich denke, dass wir waren. Okay, das heißt, wir können zurück und suchen uns einen anderen Weg. Wer lebt denn jetzt alles noch so? Also Solea ist tot. Der depressive NPC ist tot. Wir haben beide umgebracht. Goldie ist tot. Haben wir auch umgebracht. Die Feuerhüterin hat Goldie umgebracht. Der Schmied lebt noch. Also die Schmiede leben noch. Der Pyromant lebt noch. Der Spitzhut lebt noch. Also der richtige Spitzhut mit seinem Schüler. Der andere Spitzhut lebt auch noch. Also der in Neulondo. Mit dem könnten wir mal wieder reden. Ich meine, wir haben ja die vier Könige jetzt zerstört. Hallo? Ja. Also der lebt noch. Die Prinzessin lebt noch. Die Urschlange lebt noch. Die eine Feuerhüterin in Platte und lebendig und so. Die ist noch da. Vor allem, es ist komisch, weil man alle anderen Feuerhüterinnen immer nur so... Wow, okay. Eingekerkert gesehen hat bisher. Hallo? Da ist Loot. Oh, ist das wieder so ein Teerboden? Muss ich gleich mal gucken. Erstmal würde ich da gerne irgendwie hinkommen, ohne von oben runterzufallen. So, zweihändig klappte ganz gut bei denen. Komme ich hier wieder hoch? Nein. Was ein Wirrwarr. Komme ich nicht rübergesprungen. Oder? Also ich nicht. Eventuell kommt man da rüber, aber... Nee, ich nicht. Kommt man hier hoch? Nein. Da unten wird dieses schwarze Glibberzeug. Das heißt, wir würden den Fall auf jeden Fall überleben. Ich schmeiß mal kurz Steinchen. Ja, klingt gut. Außenrum? Ja. Ich suche aber noch so einen regulären Runtergang oder irgendeine Möglichkeit, die einzeln zu erwischen. Weil sobald wir da unten sind, werden alle anfangen gleichzeitig zu spucken und ich weiß immer noch nicht, was die Spuckattacke macht. Im schlimmsten Fall Verfluchung. Aber ich werde irgendwo runterspringen müssen. Ah, hier sieht's gut aus. Hier geht's runter. Ja, sehr schön. Genau, sowas meinte ich. Vier Flaschen nur noch. Gift und langsam. Das ist nicht schön. Okay, wir hätten gerne nicht den goldenen Schlangenring, wir hätten gerne den Rostring. Rostring, da. Dann hätten wir gerne das Moos bei uns in der Quickleiste, und zwar beide. Einmal das, wovon wir ganz viele haben. Und einmal das, wovon wir gerade mehr hatten, als wir eigentlich hätten haben sollen. Die da. Die waren eigentlich selten. Aber okay, die hätten wir gerne. Und dann gucke ich mal, ob das richtige Gift ist oder ein falsches. Oh, was? Nein. Das war unepisch.
Gut. Also, ich hätte gerne Menschlichkeit. Ja, können wir ruhig eine Doppelmenschlichkeit benutzen. Ich hätte gerne noch eine Menschlichkeit, noch eine Menschlichkeit. Vollkommen falsche Richtung geklickt. Merke, Menschlichkeit ist weit unten. Das könnte das Rumgeklicke ein wenig vereinfachen. Runter. Und dann von unten kommt. Genau. Viel besser. Viel, viel besser. So, Wechsel auf Estus Flakon. Ausbildung umkehren, ja. Mhm. Stopp. Entfachen, ja. So. Einmal. Zweimal. Und dann mal gucken, ob wir da einen zurückfinden. Weil wir sind ja einfach irgendwo heillos runtergefallen. Ist nicht so schick. Und es gab noch ein paar andere Wege. Und wo sind wir hier eigentlich? Ich laufe mal kurz da lang. Ich muss gucken, wo wir sind. Sind wir jetzt direkt hinter dem Tausend... Ja, wir sind direkt hinter dem Tausendfüßler. Da sind wir nicht wirklich weit gekommen. Also wir müssen jetzt den ganzen Weg nochmal laufen dahin. Wir hatten doch unterwegs überall die Leuchtfeuer angedatscht. Sehr komisch, sehr komisch. Du, den da. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei den komischen T-Rex-Typen. Da laufen wir durch. Sind wir doch, oder? Ja, sind wir. Ganz am Anfang von den T-Rex-Typen. Ich hätte die Leuchtfeuer da drin wohl irgendwie nochmal anklicken sollen. Da hinten ist nichts, okay. Ja, also jetzt betreten wir mal wieder die Kuppel. Verlorenes Isalis. Mhm. Warum auch immer diese Stadt oder was auch immer ist. Achso, das ist Isalis, ist die Stadt. Und die Hexe von Isalis ist nicht ihr Name, sondern das ist einfach ihr Titel. Sie kommt aus Isalis. Wieder was geklärt. Gut, gut, gut. So, wir wollen da oben hin. Oh, 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 oh. Lauf, 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 lauf. Lauf weiter. Genau, zu dem Ding hier. Hier drin war zum Beispiel ein Leuchtfeuer, glaube ich. Das aktiviere ich einfach mal, auch wenn es keine... Das bringt uns dann nichts. Ne, wir brauchen die 20 Aufladung. Genau, du warst doof. Du kannst Schwanzangriffe und springen und so Zeug. Das wollen wir alles nicht. Hey. Und was? Was? Was ist denn? Und genau deswegen haben wir das Leuchtfeuer in der Mitte jetzt nicht aktiviert. Weil hätten wir das aktiviert, dann wären wir jetzt in der Mitte, hätten nur 5 Flaschen und hätten ein Problem. Also, wir laufen da jetzt nochmal durch. Wir unterschätzen nicht die doofen, verkrüppelten Zombie-T-Rexe. Und dann passt das auch irgendwie. Ah, das ist echt doof. Aber gut, ich versuche nochmal jetzt im Kopf nachzuvollziehen, was alles kommt. Können wir vielleicht hier irgendwo abkürzen? Ich glaube, wir können einfach hier durchlaufen. Können wir doch hoffentlich, oder? Ja. Ja. Wir aggro nur ganz viele von diesen doofen Echsen. Und es tut ein bisschen weh. Oh, da hätten wir hochrollen können. Da geht's nicht durch. Hallo. Lalalalalalalala. Ignoriert mich, ist alles gut. Das ist mein Seelenhaufen. Der vollkommen irrelevant ist, weil er nichts drin hat. So, trink.
Die toben sich da hinten aus. Alles gut. Und es war nicht wirklich eine Abkürzung.